Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Road to Commander. Wir sind jetzt Level 38, das heißt, wir müssen unbedingt schnellstmöglich Level 40 erreichen, um dann endlich mit der Ska unterwegs zu sein. Leute, und bevor es losgeht, eine ganz wichtige Sache. Und zwar haben vielleicht einige von euch schon vergessen, aber es gibt noch nach wie vor Tryhard Plus, meinen eigenen Gaming Booster, beziehungsweise von der Firma, in der ich einen Anteil halte. Ich habe im Übrigen noch nie einen einzigen Cent verdient mit Tryhard Plus. Wir investieren direkt immer in die Entwicklung von neuen Produkten und es kommen auch bald richtig krasse Sachen auf euch zu. Aber darauf soll es gar nicht drum gehen, sondern um eine ganz besondere Sache. Und zwar nur für euch RTC-Zuschauer, weil ihr einfach so treu seid und ich euch einfach was zurückgeben will, gibt es jetzt, und das noch während der gesamten Zeit des RTCs, 20% auf alles. Das ist halt ultra krass, mit dem Code RTC, Leute. Also wir haben verschiedenste Geschmacksrichtungen. Wir gehen uns auch eher auf die kleinen Größen. Das sind die hier, die 240 Gramm. Die sind auch viel günstiger. Ihr könnt euch mal die Preise gerne anschauen, Freunde. Also guckt gerne mal vorbei. Tryhard Plus, Code RTC, wer einen guten Gaming-Booster braucht, kann er mal ausprobieren. Kann natürlich auch die Konkurrenz ausprobieren und sich dann am Ende entscheiden, was er besser findet. Da bin ich komplett offen, Freunde. Ja, guckt es euch gerne an, das ist zum Beispiel eine Eistee-Pfirsichdose hier, 20% mit Code RTC, also 20% ist schon das Heftigste, was wir je gemacht haben, Freunde. Und so, genau, ich wollte ein bisschen noch mein Mikrofon leiser stellen, weil es etwas laut war im letzten Video. Ja, so, okay. So, wir machen jetzt Folgendes, es ist eine Partyspiel-Edition mal wieder. Die letzte kam ultra gut bei euch an, habe ich gesehen. Also die erste Partyspiel-Episode ist eine der bestgeklicktesten Folgen dieses Road to Commanders und da freue ich mich natürlich drüber und da gibt es natürlich noch eine. So, Waffenspiel ist natürlich wie immer das erste, was wir spielen. Auf der Map Raid. Ja. Auf der Map Raid. Okay. Gucken, ob wir da. Okay, das wäre das krasseste Comeback gegen diese Prestige Master Lobby. Ich versuch's aber. Scheiß drauf. Man kann nichts verlieren. Hast du gechoked, Junge, krass. Kap 40 zweihändig. Oh mein Gott. Die doppelte Ladung Kap 40. Das ist schon belastend. Wo bist du? Ah, hier. Wo bist du? Ah, da war noch einer. Ah, okay, Leute, der Typ hat schon 140 Punkte. Das sieht jetzt nicht geschenkt aus. Executioner, oh Gott, das ist schon... Jawohl, schön den noch mitgenommen, den einen. Ah, okay, gucken wir mal. KSG tut den Gegnern weh, Leute, gucken, ob der Slogan noch stimmt. Okay, der Typ ist hier unten mit dem LMG, glaube ich. Sauber. Wo spawnt der jetzt? Wo spawnt der? Spawnt der da? No! Hui! Okay, nice. Okay, das Comeback wäre schon zu hart jetzt. Es ist schon schwierig. Okay, desto gut ist, der Typ muss jetzt snipen. Und solange er immer wieder hier spawnt, muss er versuchen, mich zu snipen. Okay, das war jetzt ein anderer. Jetzt. Nice. Komm rein. Danke. Nice. Okay. Nein, hinter mir einer. Oh, okay, das ist jetzt wirklich... Ich habe schon gut aufgeholt, aber es ist gerade ultra, ultra schwer, das Ding zu holen. Vor allem einer hat schon 180 Punkte. One... Ha. Leute, war so One-Shot gerade. Kämpft doch gegeneinander, ihr Idioten. Ja, jetzt war es das. Jetzt muss er nur noch einen mit dem Ding ins holen. Aber ja, gut, ich bin auch wirklich sehr spät reingeschaut. Ich will nicht umschalten. Oh Gott. Probe umschalten. Grüße an Ralf Settele. Na, belastend. Der Typ schafft es bisher noch nicht, den Wurfmesser-Kill zu machen. Ui, das war... Oh nein, das ist der Typ, der... Das ist der. Jawohl, schön. So. Mann. Nee, ich wusste, dass er mich da nicht kriegt. Ja, ich krieg ihn aber schon. Ah, oh, schade, ey. Ich hab richtig gut noch rasiert, Mann. Belasten. Aber es war auch nicht einfach, ey. Wir machen natürlich noch eine ganze Runde. Ah, schade. Ah, das macht aber Spaß, Mann. Da muss ich sagen, das hat mal wieder ultra viel Spaß gemacht. Ah, ja, hier. Boah, wie ich den einen, wie ich den auch alle überholt habe. Ey, die Runde lief halt schon wirklich lange. Das schmeckt mir. Ich muss mal kurz meinen Controller hier unten durchmachen. Ich spiele zurzeit viel Fortnite, deswegen liegt hier immer ein Paddle, weil ich immer, ich will mich ja darauf vorbereiten, wieder Fortnite-Videos zu machen, im RTC-mäßigen Format, damit wir hier für jeden was dabei haben. Und das ist halt, deswegen, diese Paddle baue ich immer ab für COD und jetzt habe ich TDM gesucht. Wow.
Bauen wieder dran für Fortnite. So, Fab E Luca. Ja, den kannte man ja von damals noch. Wer weiß noch das Team? Torres, Gun Elite, Kiwi und Luca. Kappa. Das Ding ist, es spielen einfach so viele Leute. Ey, wenn man die Leute, die Partyspiele spielen, einfach mal in die Herrschafts- oder Multiteam-Listen kriegt, das wäre so schön, apropos Multiteam-Listen. Ihr kennt den Witz, ja. Ich sage in jeder Folge, glaube ich, 20 Mal das Wort Multiteam. Aber es ist auch einfach eine Sache, die muss ich halt hin und wieder mal loswerden, ne? So, okay, diese Lobby füllt sich wie mein Bauch, wenn ich etwas esse. Aber das hat er gut gemacht, dieses Schwein. Was muss er, also das hat er schön gemacht. Das ist ein schönes Schweinchen. So, jetzt kann jetzt vielleicht noch hier eine Person reinkommen. Jawohl. Okay. Slums, Waffenspiel. Ihr wisst, Leute, wenn ich ein Waffenspiel nicht gewinne, dann beende ich das Roto Commander. Also, wenn ich dieses Waffenspiel nicht gewinne, dann ist das Roto Commander vorbei. Gucken wir mal, ob wir es heute schaffen. Slums, Waffenspiel, Panama City, Panama. So, Waffenspiel. Man kann am Anfang mal schon gut die Spawns angucken. Ich werde auf den hinter mir auf jeden Fall gehen. Ich würde auch gerne mal mit Eye-Tracker spielen. Das Problem ist, das geht nicht bei PlayStation. Oh, Luca. Tor 1 Triple. Ich bin hinter ihm gespawnt. Wo ist er denn jetzt da? Das Ding ist mit Cap 40 den Vorteil. Ui, also Freunde, da sieht er ja oder aus hier. Komm, lass mal durch hier. So. Man muss eh, Waffenspiel ist so eine Flow-Sache, Alter. So, jetzt bin ich. Oh mein Gott, Digga, er hätte nur. Oh mein Gott, Digga, let's go, war das krank. Nein, oh mein Gott, ey, das war davor so lecker. Lecker Schmecker. Ja, denk, hier steht man halt. Jetzt muss ich mich eh umdrehen, war klar. Schön mitgenommen. Wo ist der Typ? Oh, beide Seiten. Okay, 120 Punkte. Okay, warte mal. Wo schwitzt du, hä? Wo schwitzt du? Wer kennt das Zitat? Ehrenmann. Oh, das ist auch lecker. Das Geräusch. Zzt. Spawn nicht hier. Komm. Ah, die offene Visierung ist immer etwas schwierig. Ah, hier, The House Music TH, Digga. Das ist mein Kryptonite. Mann. Road to Commander ist vorbei, wenn ich nicht gewinne. Leute, muss ich halt ehrlich sein. Es ist vorbei, Leute, wenn ich nicht gewinne. Mann, diese offene Ballista, das ist wirklich. Das ist reines Luck, ob man damit trifft. Das hat echt. Boah, Digga. Mach doch jetzt nicht so. Ja, natürlich. Alles klar, Digga. Okay, das Ding ist, ich hoffe, dass der jetzt mit der offenen Visierung einfach nichts trifft, ey. Ja, hat er aber. House Music. Alles klar, Digga, der andere holt mich. Ja, moin. So. Mein Gott, ey. Krise ist das gerade, wirklich. Krise. Richtig Krise. Ah.
Okay, Digga, wieso machst du so ernst auf einmal? Was hat er für ein. Es gibt diese Runden, Leute, es gibt diese Runden. Boah, Gott sei Dank, Alter. Boah, das Road to Commander darf weitergehen. Oh mein Gott, Digga. Nein, der hat doch No Aim im Namen. Ich weiß auch warum, Digga. Ach du Scheiße. Wenn ich Raucher wäre, würde ich jetzt eine rauchen. Digga, der Typ hatte 19 Punkte, ne? Oh, nee, ey. Ich hätte einfach verlieren können. Tja, moin. Boah, bloß raus aus der Lobby. Bloß raus aus der Lobby. Runde Scharfschütze auf Nuketown. Boah, das wird brutal. Du bist brutal, ey. So. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Erstmal Bizeps anspannen. Läuft. Okay, come on. So. Scharfschütze. Nein, es fängt mit dem Kampfmesser an. Das wird random, was jetzt passiert. Ach du heiliger Hasenstrudel. Das wird so random. Was willst du da machen, Alter? Jetzt mal ohne Witz. Warte auf mich. Warte. Aha, Deutschlands bester Messerspieler, Freunde. Kauft mein Merch. Nein, Digga, dieses Spiel, das ist so behindert. Wieso ist Kampfmesser die erste Waffe, Mann? Ist hier noch einer? Alter. Oh, Gott, oh Gott. Ist der oben? Digga, wie lange? Noch eine Sekunde, okay. Und. Na, ich glaub's nicht. Wie man direkt hört. Wie. Nein, nein, nein. Junge, Alter, wie er gecampt hat. So, jetzt muss hier Face Scorpion zeigen, was er drauf hat. Kämpf bloß nicht gegen den Typen, der neben dir steht. Nein, Mann! Oh! Er hat einen Collateral gechoked. Wieso gebe ich nur Hitmarker? Oh Gott sei Dank ist es vorbei. Was ist das? S12? Guck mal wieder. Ey, ist das lächerlich. Wow, mir wurde noch nie so der Kill gestealt. Warte auf mich. Warte doch. Warte doch, Junge. Boah, Alter. Wow, ich habe ihn nicht mal gesehen, obwohl ich in ihm stehe. Ist hier oben einer? Okay, Leute, diese Runde wird schwierig zu gewinnen, aber diese Runde ist auch das Road to Commander nicht on the line, Alter. Diese Runde ist das Road to Commander nicht. Aha. Ja, das war klar, das muss ich ja den Moment gewinnen. Das muss ich jetzt eigentlich schlau machen. Wow, wie das klingt, Alter. Immer nur einmal abfeuern und dann wieder nachladen. Wieso spawnt hier denn keiner mehr? Lol. Okay, einer ist gespawnt. Na, oh mein Gott, Alter, der hat 70 Punkte vor. Okay, das ist jetzt mein Ding, okay. Das ist gut. Das ist gut, aber komm. Das ist mein Ding jetzt. Come on. Einfach nur nicht dumm sein. Wow, drei Leute angeschossen. 80 Punkte, ne? Ja.
Er gibt mir einen Headshot. Okay. Ey, das gibt's nicht! Wie er da steht, ey. Mann, dafür brauchst du halt echt wirklich keine Hände. Nein. Na, nein, das war's. Das war's. Das kann ich. Also, wenn ich das noch gewinne, dann. Nein, das gibt's nicht. Was ist das für eine random. Oh mein Gott, ich muss auf den Knifen gehen. Safe. Ja, das war's, das kann ich nicht mehr holen. Das gibt's nicht, Freunde. Ich verliere diese Scharfschützenrunde, ne? Zum Glück habe ich diese Runde nicht das gesagt. Okay, also warte mal, da spielen wir noch eine Runde safe. Das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt wird das wieder hochschwimmen. Danke dafür, dass ich das nicht selber entscheiden darf. Immer noch das Gleiche. Ja, ey, guck mal. Ich verliere einfach. Ich habe sogar we viel weniger Kills. 6 Kills weniger. Ui. Die Runde war irgendwie nichts. Nee, da müssen wir nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie viel EP kriegt man jetzt noch so eine Runde hier. So, das ist. Okay. Ja, Level 39 müssen wir jetzt noch erreichen mit der nächsten Runde. Komm, Standoff. Nuketown ist halt ein bisschen random, aber trotzdem belastend. Standoff, come on. So, Freunde, ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich hoffe, ihr genießt das Road to Commander immer noch. Wie gesagt, Bomben-Support, vielen, vielen Dank. Ihr seid echt Baba-mäßig unterwegs, meine Freunde. Baba-mäßig seid ihr unterwegs. Ist nicht selbstverständlich, weiß ich very to schätze, wie ich immer. Nö. Nö. Was ist denn jetzt los? Jetzt joine ich einfach aus einer vollen Lobby in Scharfschütze Plaza, okay. Gucken wir doch mal. Welcome to my house, baby. Alles klar, Digga. Wann komme ich hier rein, Mann? What the hell? Soll mal aufhören jetzt. Ich war in einer frischen Lobby, auf einmal join ich in eine andere Lobby rein. So, hä, einfach. No Sinn. Egal, wir machen das jetzt trotzdem noch. Eine Runde von vorne, bitte. Die Lobby hat sich einfach aufgelöst. Wie viele Leute spielen denn Scharfschütze? Es spielen nur 6 Leute Scharfschütze. Alles klar, Digga. Machen wir noch eine Runde. Vielleicht einen im Lauf. Ey, das gibt's nicht. Es spielen einfach keine Leute mehr. Und wie kann das dann sein, dass in BO1 irgendwie so 100.000 Leute online sind? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Egal, ich spiele jetzt noch eine Runde auf Cargo, glaube ich, wäre dann auch unsere erste Runde auf Cargo. Mit dieser Klasse hier habe ich einfach Bock drauf. Ja, dann ist die Folge halt einfach ein bisschen länger heute. Was willst du machen? Ja, ist die Lobby. Jetzt ist sie endlich versorgt. Ey, das ist unfassbar, Leute, ne? Die ganze Zeit ist die Lobby wenigstens okay. Dann sehe ich die ganze Zeit schon auf der Elgato Teamwechsel, Teamwechsel, Teamwechsel. Denke mir so, okay, ist aber immer noch okay. Am Ende Splitscreener bei mir im Team, noch ein Trident im Gegnerteam. Ja, es ist halt krank. Es ist halt wirklich absolut krank. Aber egal, ich habe ja den Thunfi-Bo-Boy. So, okay, machen wir jetzt hier eine Runde mit. Der MK48, weil ich die mit Schalldämpfer gerade gegen Bots gespielt habe, zum Einspielen, da fand ich die ganz cool. Aber die Runde wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern jetzt. Ja, egal, komm, gucken wir einfach mal. So, wir werden da jetzt nicht gesniped, wir laufen hier schön lang, versuchen jetzt genau den jetzt zu holen. Weil ich finde, die Waffe, die klingt so, also man spürt so richtig, wie viel Schaden die macht irgendwie. Man muss natürlich aufpassen, weil bis man da reingescoped hat, ist auch schon gut und gerne mal ein Tag rum. Und das ist natürlich wieder mal unglaublich. Ja. Er kann einfach durchgucken durch den Rauch. Er hat
nicht diese menschlichen Probleme wie ich Versager, der sich da noch überlegen muss, was er macht. Nein. What the hell? Habt ihr den? Ja. Oh, das ist wirklich vom Gameplay her, glaube ich, die schlechteste Folge. Ich meine, scheiß drauf, aber Level 40 müssen wir noch erreichen. Level 39. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, wie viele Folgen wird das RTC haben. Mein Gott. Ist waren die wieder drüben, glaube ich. Hast du eine Shotgun? Ey, was? Wo ist der denn gespawnt, Mann? Och Gott. So. Oh Mann. Man kann halt nicht wegrennen mit der Waffe. Ich bin so RIP, Alter. Okay, die MK48 war vielleicht doch keine gute Idee. Man ist halt so fett damit. So langsam. Wow, wie er ihn geraped hat. Heavy. Hier ist auf jeden Fall eine Schockladung. Hier unten war da noch einer. Ist er jetzt hier im Container oder hier? Es gibt solche Tage, Freunde. Da steht man 6 zu 5. 6 zu 5. Da oben ist einer. Hier ist einer. Mann, die Waffe fühlt sich eigentlich so mächtig. Ey, der ist der beste Spieler. Der, guck mal, sein Aim. Was willst du da machen? Armbrust, Enter. Let's go, das Biest. Er liegt hier oben mit Scorpion Evo drauf. Habe ich Taktikmaske dabei? Ich glaube ja, ne? Alter, ich meine, klar, es ist eine Waffenausprobierfolge, ja. Wow, noch einer ist da gespawnt. Ey, ich hab ne Drohne, Leute. Ich hab ne Drohne. Ich will ja nicht pushen, aber ich hab ne Drohne. 2012 Triple Nuklear. 2019 Drohne. Alter, Mann, die spielen aber auch wie die Legenden. Spiel auch so eklig, aber egal. Nein, 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 nein. Was? Er hat einfach nicht aufgehört. Alter, wie stehe ich? 16 zu 9. Ich komme einfach nicht klar. Hier müsste man MP7 spielen in der Lobby. Aber nein, ich pack die MK48 aus. Hinter mir ist einer. Ich bin tot. Man weiß ja nicht, ob hier noch einer liegt. Oh, die Folge ist echt viel zu lang. What the hell? Folge 26 ist das, oder? Ich glaube schon. Könnt ihr im Titel sehen. Na, wie werde ich jetzt geholt? Wo ist er hergekommen, der Green Ghost?
komme einfach nicht klar. Digga, diese Waffe ist so schlecht, Mann, so fett. Der ist wirklich immer noch hier. Der ist wirklich noch da. Wir sind jetzt dreimal um den Container gelaufen. Es ist unglaublich. 19. Wie kann ich 19-11 stehen? Es fühlt sich an, als ob ich dreifach negativ stehe. Wie geht das? Wie kann man dann. Wie fühlt sich der negativ gehen an? One. Ich wollte gerade sagen Double Kill, aber Green Ghost nimmt mir natürlich die Ehre. Ja, kannst du nichts machen. Ich bin so aggressiv gerade. Wow, okay, wir haben gewonnen, Leute. Lasst ein Like da, haut rein und ciao.